Achso, ich bin schon wieder Feuer lang, ohne jetzt drüber nachzudenken. Ja, wie immer. Grüß euch, ich bin Hauptmann Björn und so weiter. Der Beherzte. Hungriger Waldtroll. Ich kümmere mich wie immer ums Support und du bist Tank, oder wie machen wir das eigentlich? Naja. Hoch. Auch gut. Ach komm, geh da weg. Feuerwahn. Huh. Troll dich für die Unterstützung. Hab ich da geplatzt, wie die Stückchen da rumliegen und das Bein steht noch. König, wartet auf euch, gleich zurechtkommen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir drücken ASF, Leertaste, und rennen dann einfach weiter. Oder? Dazu muss ich erstmal den Zauber auswählen, du. Nee, musst du gar nicht. Du kannst ihn einfach so, zack, 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 Leertaste. Und dann. Jetzt muss ich ein bisschen schneller der Kuckucksclan werden. Und der Samurai Ninja. Ach so, Level geschafft. Ich sehe da nämlich noch meine Level Bar, meine HP Bar. Angriff so der Guckkrieger. Setzen unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leitstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Flag, der nie im Leben ein Vampir ist. Nie. Als sie den Fornskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Stand da eigentlich ein Kaffeebecher gerade rechts unten in der Ecke? Ja, da stand ein Kaffeebecher rechts unten in der Ecke. Lol. So, ich glaube, die zwei da unten machen es nicht mehr so. Das sieht wie aus wie das Werk von Goblins, yo. Hey, who's that? Ach, Vlad, der kein Vampir ist. Ich habe noch nie gehört, dass Goblins etwas so Großes angreifen. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Weiter vorn befindet sich das erste Dorf auf eurem Weg nach Havendir. Die Bauern sind nicht sonderlich freundlich und versuchen nett zu ihnen zu sein. Nicht zuletzt sind sie unsere Lebensgrundlage. Die Goblins haben noch nie so etwas Großes wie ein kleines Haus angegriffen. Ah ja. Noch. Ja. Hä? Ach so. Ah, ich bin hier der falsche Typ. Ich hab auf dich geachtet. Ich dachte, ich bin du. Oh. Verdammt. Oh, ich muss ja gar nicht auf die Steuerung. Den Gegner. Auf die Steuerung klarkommen. Jetzt haut er auf mich ein, ey. Ja, es ist schon schwierig so als Zauberer. Sollen sie erstmal ankommen? Dann können wir ja... Regen! Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade Regen gemacht habe. Jo. Aber ich find's toll. Oh fuck, sorry. Sorry, warte, ich lösch dich. Mann, ich hab wieder auf 2 gedrückt, statt irgendwas anderes zu machen. Heim mich nochmal. Man muss sich erstmal echt an die Steuerung gewöhnen im Spiel, ja? Ist aber lustig. Also ich find's jetzt persönlich relativ interessant. So. Ich hab mich mal getrocknet. Was das so schön ist, er lernt Regen. Das, was du gerade gemacht hast? Nee, der Regen, den die meinen, der ist anders. Und zwar ist der Kälte und Feuer benutzen. Also Kälte und Feuer nehmen, dann kriegst du ein Windelement, glaube ich. Oder was? Wasser und Feuer? Regen. Ja, Wasser und Feuer kriegst du ein Windelement und dann nochmal Wasser draufpacken. Oh. Nee, nicht so. Also Wasser, Feuer... Das kombiniert sich dann zusammen schon mal zu einem Windelement. Und dann nochmal halt Wasser draufpacken und dann. Na? Jetzt hatte ich gerade eine Wasserklinge, na toll.
glaube, wir haben echt schon unseren Lieblingszauber entdeckt, ja. Nö. Nein, ich habe schon wieder Regen gemacht. Ich wollte... Geh mal ein Stück weiter. Passt, Regen. Ich wollte so tun. Es ist doch Wasser und Eis. Ja, ich habe auf Schild gedrückt statt auf Eis. Oder Kälte, besser gesagt. Doch. Damit die Robe nicht nass wird. Hinfort, ich bin nicht richtig angezogen. Ah. Huch. Kontrollpunkt. Ich gebe mir jetzt schon mal die Todeslanze. Und hau dir mal. So. Komm mit den Leuten ein bisschen sprechen, ja. Warum habt ihr einen Bademantel an? Was war das denn? Was hast du gerade gemacht? Na, warum habt ihr einen Bademantel an? Na, wird wohl recht bequem sein. Das ist kein Bademantel, du dumme Kuh, ey. Hau dir einen rein, ey. Drei hier. Ich hau dir fünf rein, ey. So, damit uns hier keiner stört, ja. Scheiß blöde Kuh. Das Tolle ist, ich kann dich wieder voll machen und kann dich dann weiterhauen. So, geht jetzt hier das da weg? Irgendwie? Hallo, ich will hier wieder raus. Danke. Okay. Wenn ich wüsste, was ich gerade gemacht habe, würde ich es dir sagen. Ich probiere es gerade die ganze Zeit wieder aus, aber so, irgendwie... So, ich platziere... Oh, überall sind Goblins. Diese langohrigen Teufel. Ich glaube, sie sind alle hinter mir. Was zum Henker war das? Hat er gesagt, Michael Gregg? Was auch immer es bedeuten soll. Hallo, auf die Rügel. So, ich platziere jetzt hinter uns mal ein bisschen Lebensenergie, okay? Ach. Oh. Okay, lass uns das mal eben ganz geschwind vergessen. Jo, wo ist er denn? Oh Mann! Ach, da ist er. Ja, das, genau das wollte ich doch tun, ey. Ich muss mal rechts gehen. bist du tot? Ja, ich lieg da so etwas. Irgendwas hat da gerade über 12.000 weggedroschen und ja, ich glaube, ich stand da eben. Ja, das war so eine explodierte Bombe, ey. So, kannst du mal gucken, wie der Wiederbelebenzauber war, zufällig? Ich glaube Blitz und Heilung und Blitz. Einmal. Heilung und Blitz einmal. Also WA. Okay, danke. Oh, du Wichser. Hoppala. So. Ich dotter Kopf bei mir rum. Keine Sorge, das Sterben ist Teil des Spiels. Du brauchst nur einen Kumpel, der dich wiederbelebt. Hey, Zufall. Also nur Rechtsklick machen, alles klar. Na gut, okay. Gehen wir weiter. Ich glaube, die Typen machen uns jetzt nämlich nicht nochmal die Tür auf. Sie ist verschlossen. Mhm. Ja. Hier ist nichts weiter versteckt. Ich habe bis hierhin habe ich selber gespielt. Beziehungsweise bis hierhin. Da ist wieder Blatt. Oh, ich lese das nicht mehr vor. Es überrascht mich, dass ihr so weit gebracht habt. Die Frogsengorwald. Ich kann es nicht lesen. Drückst du das immer weg oder geht das von allein weg? Okay, das geht von allein weg. Ja, dann lese ich es halt nicht mehr vor. Weil ich eigentlich darauf warte, dass du es fertig liest. Ja. Aber anscheinend. So denkt man so. Nee. Ich rüste hier schon mal aus. Was ist ein Kontrollpunkt? Also ich blicke immer noch nicht, was dieser Zauberregen da ist. Das zweite Symbol ist immer Wasser und das andere sieht für mich nach Frost aus. Und es geht ja nicht. Warte mal. Regen. Das ist Wasser. Nee, das andere ist Wind. Wind bekommst du mit Wasser und Feuer. Ach so. So. Wasser, Wasser und Feuer? Meinst Wasser und Blitz? Ja, Wasser und Blitz. Ja. Wasser, Wasser, Feuer. Ach, jetzt Wasser, Wasser, Feuer musst du drücken, dann bekommst du Regen und dann passiert genau das.
Und damit sind wir jetzt alle nass. Was extrem unpraktisch ist. Es ist sehr schädlich, Blitz zu bespüren, wenn man nass ist. Ja, das geht aber dann irgendwann, glaube ich, auch wieder weg. Wie er da steht, so ganz allein. Na, wo ist denn das? Da weidet gerade jemand, das ist ja toll. Bei Thor's Hammer. Ist das meine Frau? Nee, Moment. Ist nur ein toter Elch. Diese Trolle sind wirklich furchterregend, aber eigentlich doch nicht aggressiv. So, ich... Danke. Dann würde ich mal sagen, Tod dem Toten. Eigentlich würde ich so tun. Wie das aussieht, geil. Ich platziere mal eben ein bisschen HP. Irgendwie sieht der echt einfach aus. So. Alter, wie er geplatzt ist, du. So. HP voll umsonst. Egal. Ja. Ach, das ist ein Toter. Ach so, der meinte, dass da was da gestorben ist, was gefressen wurde. Was der Troll da auseinandergeschraubt hat. Hm. Königssuche 2 von 12 freigeschalten. Ja, ich nehme dann schon mal ein bisschen Steine in die Hand. Achtung, geh mir aus der Schussbahn. Entschuldigung. Tut mir echt leid, das war nicht meine Absicht. Hab ich ihn niedergeknüppelt, die Sau, ey. Einfach mal wie viel platt gemacht. Hammer, geil, ey. Oh Mann, ey. Entschuldigung, aber es war trotzdem toll. Achtung, ich mach wieder geradeaus. Haben die das echt ausgehalten? Achtung, geh ein Stück zurück. Ich hab nur eingetroffen. Scheiße. Naja, okay, ist jetzt... Das ist dämlich. Danke. Ich wollte jetzt eigentlich. Ich bin. Tut mir leid. Naja, schon okay. Wo ist er denn? Achso, ich hatte so einen scheiß Goblin. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Das ist, wenn du Schild und Tod kombinierst. Oh. Könntest du mich kurz wiederbeleben? Moment, dann? Ich muss mich erstmal selbst heilen hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, danke schön. Und was? Oh. So. Warte, ich mach's doch mal, das war toll. Genau, das hast du gemacht, okay. Entschuldigung. Ja, beleb mich einfach wieder. Ja, ich muss gerade noch den... Verdammt. Den Heilzauber suchen. Okay, alles klar. Also, drücke niemals Tod, Schild, Shift und Rechtsklick. Sondern nur maximal Tod, Shift und Rechtsklick. Den finde ich toll. Das passt genau zu meinem Gemüt. Heil dich mal lieber selbst. Ach, du hast mich angezündet. Jo. Das habe ich gar nicht gereilt. Ups. Ja, da ist der Kettenblitz ein bisschen quer geschossen. Ach, der Blitz zündet einem an, ja. Blitz und Feuer dann. Man kriegt dann noch einen Statuseffekt vom Feuer. Okay, das teste ich doch gleich mal aus. Oh Scheiße, ich hab dich nicht getroffen. Den hast du aber ordentlich weggebasht. Oh, 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 oh.
Ja, geht noch. Ich hab dich. Das ist echt toll. Das ist total chaotisch, das Spiel. Jo. Warum bin ich jetzt gestorben? Oder kaputt gegangen? So. Okay. Gott, ey. Es ist echt verwirrend. Kannst du dir das vorstellen, wenn da vier Handeln auf dem Bildschirm rumhampeln, die dann hier mit sämtlichen Zaubern durch die Gegend schleudern? Ja. Mille kam Lura, bla bla bla. So, um wieder das Niveau ein wenig zu heben. Ja, genau. Oh, scheiße, ich wollte da gar nicht rein. Ich dachte, da ist was versteckt. Oh, ja. Ich mache Stein. Ich mache Schild und Tod. Und mache dann so. Tschüss. Das ist ein toller Zauber. Oh, fuck. Nein! du hast mich wieder angekuckelt, okay. Ja, ja. Ist klar. Du standest gerade so gut als Blitzableiter, da das ging nicht anders. Oh. Achso, der ist schon tot. Das ging aber schnell. Sind wir überhaupt richtig? Stumpfe Klingen im Orden der Magie worden. Körper niedrig, extras. Was ist denn das? Kannst du es lesen? Hm? Was? Wo? Nö. Stumpfe Klinge. Sämtliche Klingen im Orden der Magie wurden stumpf gemacht, um Unfälle zu vermeiden. Schadenstyp Körper niedrig, extras keins. Gewöhnlicher Zauberstab. Achso, ich habe ein neues Dingsbums gerade, wie es aussieht. Der Stab ist das wichtigste Utensil, bla bla. Ach, ich habe auf Tab gedrückt. Ah, mit Tab machst du den Inventar auf, in Anführungsstrichen, alles klar. Hm. Warte mal, kurz bevor du da hingehst und mich wieder anzündest, bitte. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Oh fuck, der kann zaubern! Ich bin gleich tot! Ah ne, das war ein Gegner. Haha! Lol, ist das ein Arsch. Alter! Ich habe mir gerade selber den Tod verpasst. Hoppala. Wo bist du hin? Warte, ich muss erstmal irgendwie klarkommen auf diesem Ding. Oh, eigentlich ist der Zauberer tot. Nee. Ach, der hat sich nur weggeportet. Jetzt habe ich ihn gegrillt. Alter, ich muss jetzt erstmal normal zuschlagen, hier, bevor ich wieder klarkommen kann. Alter, da ist ein Buch. Fuck you. Ja, danke. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Aber sonst schon, ja? ja. Klar, natürlich. Zunichtung. Zunichtung? Was ist denn bitte Zunichtung? Na toll, das habe ich doch schon. Hier, guck. Das ist der Rocket Jump. Alter, der hat aber voll mega reingehauen. Ja, das geht schneller. Eine Schippe. Erhalten. Notfall-Teleport-Rule. Drücke Tab, um deine momentane Ausrüstung anzuzeigen. Notfall-Teleport-Route. Aktive Fähigkeit. Teleportiert den Benutzer zu einem Zufallsort. Juhu. Wie kann ich das jetzt hier benutzen? Lol. Wie hast du das benutzt? Mittlere Maustaste. Drück du mal mittlere Maustaste? Einfach so? Nee, geht nicht. Ach, fick you, ey. Achtung, geh weg. Gegner wieder geheilt. Achtung! Oh, auf Gegner geheilt. Toll. Ich kümmere mich mal um die anderen Handschuhe. Oh. Gleich tot. Weh. Bist du auch tot? Nee. Nee. Ich kann mich nicht bewegen. Notfall-Teleport! Ich kann nichts machen! Notfall-Teleport! Echt, ohne Scheiß. Alter, was ist denn hier los? Nein, ich,
ich habe hier mit übelst viel Heilung eingesetzt und konnte das dann nicht auf mich wirken. Oh. Was machst du da? Ich habe keine Ahnung. Hast du gerade ein Blitzschild gemacht? Tatsache, geil, oh Mann. Hey, da hinten, das ist genau mein Item, glaube ich, der Notfallteleport. Hey. Auch wenn es übel Schaden wieder zugerichtet hat. Ah, fuck, jetzt habe ich mich selber angeguckt. Mal wieder. Ich wollte Warum hast du von den Dingern die Akkus? Kapierst dich? Weil ich einfach gut bin. So ein Trottel rennt durchs Feuer. Ja, wie machen wir die jetzt am besten tot, indem wir angreifen? Bäh. Ja, also ich habe keine Ahnung. Vorsicht! Oh, ich sag doch Vorsicht, der läuft doch rein. Ich dachte, das waren Heilgeräte. Nee. Die Heildinger sind grün. Zweiter mein Gedanke. Na toll! Ich habe mein Echo jetzt sogar gehört, weil ich so laut war. Mhm. So. Oh fuck. Guck mal was, ich habe eine Eisrüstung an. Wie hast du das hier gemacht? Geil! Ich habe mir einfach ein Eis verpasst und mich dann damit ausgerüstet. Mit dem Schild. Alter! Oh, dann ist man extrem feuerunresistent. Wenn ich das mal so sagen darf. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ich mach die Barriere. Boah. Halt mal eine richtige Barriere. So. Jetzt kann ich mich erstmal in Ruhe heilen, ey. Ah! Wichser! Ich hab das heilende Schwert der Heilung. Tatsache, ey, wenn ich die Gegner haue, dann kriegt er sogar noch HP dazu. Verdammte Scheiße, ey. Das ist viel zu kompliziert für meinen kleinen Kopf. Danke. Das war jetzt nicht so, meine Ahnung. Oh. Hast du auch eine Notfallteleport-Route? Rune? Ja, ich kann auch bei meinem bleiben. Ach nee, ich habe mir jetzt wieder einen gewöhnlichen Zauberstab. Hm. Oh. Kannst du bitte, benutzt das Ding mal lieber. Nee, ich hab den. Das kann mein Stab der Persistenz. Der stramme Stab verleiht Zauber und ungeheure Widerstandskraft und lässt sich selbst. Selbst Dauerbestrafungen standhalten. Passive Fähigkeit erhöht, Resistenz, aktive Fähigkeit, keine. Hörst du mal auf mich kaputt zu machen? Ich mach dich doch wieder heile. Ich dachte, ein Samurai-Ninja kann das ab. Samurai-Ninja, hallo. Wenn dann bitte schon eher ein Mönch oder so. Samurai-Ninja-Mönch.